Voraussichtlich Anfang nächster Woche, am Montag oder Dienstag, wird Apple das Update auf iOS 17.4 für alle kompatiblen iPhones final veröffentlichen. Und im heutigen Video schauen wir uns einmal ein paar Dinge an, die ihr vorher beachten solltet, damit ihr dieses Update fehlerfrei auf eurem iPhone installieren könnt. Wenn dich übrigens Videos wie dieses rund um das iPhone und iOS interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos zu verpassen. Das Update auf iOS 17.4 ist ein ziemlich großes Update, besonders innerhalb der EU. Unter anderem wird nämlich Sideloading damit ermöglicht. Das heißt, ihr könnt über Drittanbieter-App-Stores zukünftig Apps auf eurem iPhone installieren. Diese Funktion müsst ihr aber nicht nutzen, könnt also auch ohne Probleme, wenn ihr Sideloading nicht nutzen möchtet, auf iOS 17.4 updaten, was ich auch empfehlen würde, da natürlich auch immer Fehler behoben wurden, Sicherheitslücken geschlossen werden etc. Was ich euch als allererstes empfehle, wenn ihr ein neues iOS auf eurem iPhone installiert, ist ein Backup eurer Daten zu machen, entweder direkt auf eurem iPhone über die iCloud oder über euren Windows-Rechner bzw. Mac über die Apple-Geräte oder Finder-App. Und wir schauen uns das Ganze jetzt erst einmal hier direkt auf dem iPhone an. Ihr könnt hier nämlich einmal in eure Apple-ID gehen, dann etwas nach unten scrollen bis zur iCloud, geht dort einmal rauf, scrollt hier erneut etwas weiter nach unten zum Punkt iCloud Backup, geht dort einmal rauf und dann könnt ihr hier einmal das Ganze aktivieren und auch hier unten ein aktuelles Backup erstellen. Mein letztes ist jetzt hier von gestern. Ihr könnt aber hier nochmal ein ganz neues Backup anlegen und damit die neuesten Daten eures iPhones sichern, dass sollte es Probleme geben, ihr dieses Backup wiederherstellen könnt. Zusätzlich empfehle ich euch immer noch Backups von einzelnen Apps zu machen, wie in meinem Fall hier jetzt von WhatsApp, aber zum Beispiel auch von Telegram und so weiter. Da gibt es immer die Schnittstelle zur iCloud und hier könnt ihr jetzt im Fall von WhatsApp einmal auf die Einstellungen gehen, dann auf Chats und dann findet ihr hier eben die Möglichkeit, ein Backup zu erstellen. Könnt hier eben das Ganze jetzt anlegen und damit werden eben auch eure ganzen Fotos und so weiter, die sich noch auf den Servern von WhatsApp befinden, gesichert und ihr habt dann eben die Möglichkeit, auch dieses theoretisch wiederherzustellen, sollte das Ganze eben verloren gehen durch das Update, irgendwelche Probleme auftreten und so weiter, dann könnt ihr hier eben eure ganzen Verläufe, Bilder und so weiter wiederherstellen. Als Alternative zum iCloud Backup könnt ihr aber natürlich auch ein lokales Backup auf eurem Mac oder PC erstellen, entweder über den Finder oder auf dem Windows-Rechner über die neue App Apple-Geräte. Und damit könnt ihr eben ebenfalls lokal eure Daten sichern. Ihr findet dazu meine Videos unten in der Videobeschreibung. Als nächstes empfehle ich euch einmal in die Einstellung zu gehen und dann hier auf Allgemein und dann auf Software Update. Und zwar seht ihr oben einmal die Beta-Updates. Und wenn ihr weiterhin Beta-Updates bekommen möchtet, in diesem Fall dann auf iOS 17.5, dann könnt ihr das hier natürlich aktiv lassen. Wenn ihr aber mit iOS 17.4 danach keine weiteren Beta-Updates mehr bekommen möchtet, dann solltet ihr das Ganze hier auf jeden Fall ausschalten, weil ansonsten werden euch eben neue Updates angeboten. Und dementsprechend könnt ihr hier euch natürlich jetzt dafür entscheiden, aus dem Beta-Programm auszusteigen. Und noch ganz wichtig, solltet ihr bereits iOS 17.4 in dem Release Candidate, der letzte Woche erschienen ist, installiert haben, dann wird euch sehr wahrscheinlich kein Update auf iOS 17.4 final nächste Woche angezeigt, weil das eben bereits in den meisten Fällen die finale offizielle Version ist. Ein weiterer wichtiger Faktor ist genügend Speicherplatz. Geht dazu einmal in den Einstellungen auf Allgemein und dann hier etwas weiter unten auf den Punkt iPhone Speicher. Und hier könnt ihr ganz gut sehen, wie viel Speicherplatz ihr noch zur Verfügung habt. Ihr benötigt so etwa 6 bis 7 Gigabyte. Zwar wird nicht komplett der Speicher benötigt, aber das Ganze wird eben überschrieben. Das heißt, es werden am Ende keine 6 Gigabyte von eurem System benötigt, aber ihr braucht eben diesen Speicherplatz, um erst einmal das Update herunterladen zu können und daraufhin wird eben das alte Update, die alte Software sozusagen am Ende überschrieben. Ich empfehle euch immer so zwischen 8 bis 10 GB zur Verfügung zu haben, damit ihr eben ohne Probleme das Update herunterladen und installieren könnt und hier könnt ihr dann entsprechend zum Beispiel einige Apps löschen oder in Podcasts hier Dateien löschen und so weiter. Da findet ihr auch einige Videos auf meinem Kanal, wie ihr wieder Speicherplatz auf eurem iPhone bekommt. Da das Update auf iOS 17.4 gegen 19 Uhr deutscher Zeit erscheint und ihr mindestens 30% Akku benötigt, um dieses Update zu installieren, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr eben genügend Akku auf eurem Gerät zur Verfügung habt oder eben euer iPhone parallel aufladet. Ich empfehle sowieso, das Update am besten während des Ladevorgangs zu installieren und auch 50% Akku noch zu haben. Das ist immer so ein etwas besserer Wert als die empfohlenen 30, die Apple angibt.
Und zu guter Letzt schadet es meistens nicht, etwas länger abzuwarten und nicht direkt iOS 17.4 zu installieren, sondern vielleicht auf iOS 17.4.1 zu warten oder grundsätzlich erst einmal ein paar Tage abzuwarten, denn iOS 17.4 ist ein ziemlich großes Update mit einigen Änderungen im Code und es ist durchaus möglich, dass der ein oder andere Fehler sich da noch eingeschlichen hat. Und wenn ihr das eben verhindern möchtet, dann empfehle ich euch noch etwas abzuwarten, dann könnt ihr nämlich sehen, ob dieses Update bei anderen gut funktioniert, ob es irgendwelche negative Presse und so weiter gibt und dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, ob ihr das Update in ein paar Tagen installieren möchtet. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses kurzen Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch damit helfen konnte, iOS 17.4 sicher nächste Woche auf eurem iPhone zu installieren. Wenn es der Fall war, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr das Video zu den Neuerungen zu iOS 17.4 nicht verpassen möchtet, denn das erscheint natürlich parallel zum Update auf iOS 17.4 und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!